Wir sind gerade bei Unrat und Strano und ich würde gerne wissen, wie sieht es denn aus kurz vor der Show? Ist schon alles fertig? Ja, es ist Gott sei Dank alles fertig dieses Mal. Wir sind ein bisschen besser organisiert gewesen dieses Mal. Und ja, jetzt heute ist noch der letzte Tag Fitting und morgen geht's los. Was sind denn die Farben für die nächste Saison? Die Farben für die nächste Saison sind so verschiedene Rottöne. Es geht dann auch in die Koralltöne rein. Es ist eine Inspiration von der Gerberblume, also die verschiedenen Rottöne, die die Gerberblume hat. Wie ist es als Designer? Schaut man sich da auch die anderen Shows an oder sagt man, naja, ich schaue nur das, was ich tue und alles andere interessiert mich nicht? Klaus, also Herr Unrat, der schaut sich eigentlich keine Schauen an. Ich schaue mir ab und zu mal noch andere Schauen an, aber geplant ist diese Saison keine. Wer ist denn bei euch für das Design zuständig? Macht ihr das beide oder ist da einer im Fokus? Wie sieht das bei euch aus? Bei uns ist so, dass der Designer Klaus Unrat ist. Ich gebe nur meinen Senf dazu, weil ich dann mehr so die Produktion im Hinterkopf habe, auch also der Preis des Kleides schlussendlich ausrechne und da gebe ich ab und zu mal ein Veto ein, wenn das Kleid dann schlussendlich zu teuer wird oder zu kompliziert wird. So, dass es noch verkäuflich bleibt, das Ganze, oder? Ja, das ist so mein Ziel, ja klar, natürlich. Wie wichtig ist der Red Carpet für euch? Es ist einerseits auch gratis Werbung, zweitens ist es auch eine Präsentation unserer Kollektion. Gibt es denn einen in Amerika, wo man besonders mal hinäugt und sagt, naja, die wäre es eigentlich mal, die wäre gut für unser Label? Die Frau, die uns schon seit Jahren sehr gut gefällt, ist Catherine Zeta-Jones. Da sind wir noch dran. Wofür steht für dich Unrat und Strano? Für eine Eleganz, die aber immer so was ganz Besonderes hat. Also zum Beispiel das Kleid, was ich jetzt anhabe, die lassen sich immer so kleine Details einfallen. Dieses Schleifchen und so und auch die ganzen anderen, die haben so bestimmte Schnitte und dann sind immer irgendwie so kleine Varianten drin, dass man irgendwie denkt, das ist dasselbe Kleid, dann ist es aber nicht. Also ich finde das klasse, was die machen. Alles nach Plan gelaufen? Ja, du weißt es ja nie. Ich meine, ich bin immer erstmal gespannt aufs Video. Ich starre zwar schon irgendwie auf den Screen, aber du kriegst es ja trotzdem nicht mit. Man muss immer gucken, ist alles richtig angezogen und nochmal irgendwie dran rumfummeln. Okay, ist für dich auch der Neon-Trend? Ist es für dich auch so, dass es nächste Saison wirklich kommt? Ja, das fasst du ja einfach so auf. Du guckst dir Stoffe an und denkst, oh, die Farbe finde ich geil. Und bei uns, das ging ja alles um diese Blüte, um die Gerbera. Und da ist eben auch so ein Gelb-Grün-Ton drin. Und so habe ich mir das alles zusammengestellt. Ich habe jetzt nicht wirklich nach Neon gesucht. Dass das Pink und das Gelb ein bisschen kräftig ausgefallen ist, das ist eher Zufall. Aber das ist ja auch das Spannende an Mode, dass man irgendwelche Trends so auffasst und weiß gar nicht, woher das kommt. Und wenn das andere dann auch machen, finde ich es toll. Dann noch eine Frage, was ist bei euch der Make-up-Trend gewesen für die Show? Was mir ganz gut gefällt, ich mag das, wenn es waren leichte Wimpern oben seitlich angesetzt und unten alles weggeschminkt. Das bedeutet, die Wimpern unten auch nicht getuscht und eine elfenbeinfarbene Eyeliner drin und das Helle hier so ein bisschen hochgezogen, dass man so ein bisschen Katzenaugen bekommt, aber ohne zu viel Make-up benutzen zu müssen. Und wie sieht es bei den Haaren aus? Bei den Haaren ich mag keine Hochsteckfrisur. Und am liebsten hätte ich den Mädels die Haare alle wegrasiert und hätte nur das lange Pony gelassen. Das hätte ich total cool gefunden. Deshalb wollte ich die Haare ganz, ganz eng am Kopf. Und dass das praktisch wie ein Pony, dann ein langes Pony in Wellen gelegt. Aber natürlich, das ist natürlich auch so ein bisschen Hollywood 40er Jahre. Aber ich wollte das so ein bisschen brechen, ein bisschen moderner, dass es von hinten ein bisschen grafischer ist. Okay, also die Show sah super aus. Ich war wirklich begeistert. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, es wird eine erfolgreiche Saison. Ja, danke schön. Danke. Johanna, was sagst du zur Fashion Show von Unrat und Strano? Der Wahnsinn. Unglaublich schön, ist vielleicht die schönste, die ich bisher überhaupt gesehen habe während dieser Fashion Week. Ist einfach ein Traum und die Kleider sind, glaube ich, so für jede Prinzessin ideal und für jede andere Frau auch.